meine Pflanzen. Eigentlich bist du wohl hässlich. Aber ich will dich hier aufziehen. Mal gucken, was aus dir wird. Euer Geatme gibt ihm Lebenskraft. So, hallo und herzlich willkommen zu Pax und Bo TV. TV. Auf YouTube. Und heute ist der, ja, der 23.01.2024. Morgen starten wir mit der dritten Woche mit Pax und Bo für Erwachsene, für Kids und allem drum und dran. Mein Fazit: Am 13. November bin ich das erste Mal in diese Halle reingegangen. Damals war das hier noch ganz anders und wir haben innerhalb von 1,5 Monaten die Halle dann so weit gebracht, dass wir quasi auch nach 1,5 Monaten tatsächlich anfangen konnten. Und ich muss sagen, mein Fazit nach 2 Wochen Training, es ist unglaublich, unglaublich schön. Warum? Weil die Absprache mit meinen Trainern einfach reibungslos ist. Es ergänzt sich bis jetzt toi 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 sehr, sehr gut. Wir haben viele Anfragen. Ich weiß, dass ich viele, oder ihr wisst auch, dass ich einige auf der Warteliste habe. Diesbezüglich nochmal, möchte ich nochmal um Geduld bitten. Wir sind jetzt intern am Strukturieren und werden das Ganze dann peu à peu so weit ausweiten, dass wir dann auch Plätze mit reinpacken werden. An die Eltern, ich möchte jetzt an einige Eltern appellieren. Ich sag Pax und Bo, meine Schüler, die ich aufnehme, so ab 6 Jahren. Ich muss aber sagen, ich fände es als Trainer nicht verkehrt, dass ich sogar ab 7, gegebenenfalls ab 8 Jahren, die Schüler mit in die Pax und Bo-Truppe nehmen möchte, weil ich finde, alles was unter 3, 4, 5, ist für den Sport, was ich mache, für die Kampfkunst, die ich mache, eventuell noch zu früh. Deswegen möchte ich keine Eltern verpflichten, ihre 4-, 5-jährige Kinder oder noch jünger oder wie auch immer empfehlen, dass die dann quasi erst Pax und Bo machen. Warum? Weil von der Motorik her finde ich persönlich, wir machen hier sehr, sehr viele Übungen, da wo du auch quasi mal still sein möchtest oder sein musst, um es zu lernen. Und ein 3-, 4-, 5-jähriges Kind will lieber toben. Und ich schränke dann mit dem, was ich hier mache, das Kind ein. Deswegen rate ich, habe ich auch vielen Eltern schon geraten, die mich angerufen haben und wegen Pax und Bo für Kinder, wo ich dann gehört habe, 4, 5, wo ich gesagt habe, passt auf, liebe Eltern, schickt liebe ihr eure Kinder erst einmal in, ich sag mal so, Turnen, in Turnvereinen, damit das Kind erstmal seinen Körper kennenlernt. Ist ja auch ganz wichtig, ne? Im Turnen lernt man quasi, ich sag mal, Saltos, Springen, Hoppeln. Und ab 7, 8 ist es dann an und für sich sehr, sehr, sehr ratsam, so zumindest beim Kung Fu, also beim Pax und Bo, die Kinder dann anzumelden. Weil ich möchte eines vermeiden, wenn ein Kind zum Beispiel mit 5 Jahren als Beispiel bei mir anfangen würde oder unter 5 und der Vater sieht ungefähr nach 4 Monaten, 5 Monaten, dass das Kind eigentlich kaum was kann, dann kann man auch als Papa oder als Mama denken, ja, der geht seit 6, 8 Monaten dahin. Was der gelernt hat, ist einfach nur, keine Ahnung, Kinderbetreuung mäßig. Das möchte ich nicht in mein System reinfügen. Ich möchte das professionell ablaufen lassen. Ich möchte das professionell mit Absprachen. Und ich nehme auch nicht jeden Schüler. Wenn ich sehe, dass zum Beispiel ein Schüler 6 Jahre alt ist und ich merke, da ist kein Potenzial, weil das Kind lieber Fußball oder vielleicht mehr Volleyball oder vielleicht mehr Tischtennis oder vielleicht mehr was auch immer, dann rede ich dann auch mit den Eltern. Dann spreche ich dann ganz vorsichtig, dann schreibe ich die Eltern an, hör mal, ist das zu viel? Fühlt er sich wohl oder fühlt sie sich wohl? Ist das, ne? Damit man auch dementsprechend nicht als Elternteil umsonst dafür Geld ausgibt. Weil das Geld möchte ich nicht verdienen. Ich möchte vernünftig
mit Absprache, mit Kommunikation, mit wirklich Betreuung das Kind in meinen Verein aufnehmen, in meine Organisation mit aufnehmen. Ich bin ja kein Verein. Und das ist mir dann halt sehr wichtig, dass man dann wichtige Punkte dann auch vernünftig anspricht und auch in die Tat umsetzt. Genau. Und genau, das zum Thema. Und des Weiteren muss ich sagen, waren es wirklich zwei sehr erfolgreiche, schöne Wochen für Pax Homburg. Morgen fangen wir wieder mit unserer dritten Woche Mittwoch an. Wir haben momentan dreimal drei Stunden in der Woche, das heißt mittwochs, donnerstags und freitags. Mittwochs haben wir dann von 16, 17, 18 Uhr. 16, 16.45 kommen dann die Kleinen, dann kommen die Mittleren und dann kommen die Teenies halt. Ne? Und donnerstags kommen dann die, ich sag mal, Teenies. Die letzten zwei Stunden kommen dann die Erwachsenen. Und freitags sind wir momentan auch am Strukturieren, wie, wo, was. Da haben wir auch so Midis und Teenies und anschließend so einen gemischten Kurs zwischen Teenies und Erwachsenen. Die Erwachsenen, die Zeit haben, dann können die Teenies, die etwas, ich sag mal, körperlich überlegen sind, die müssen dann nicht mit 10-Jährigen trainieren. Dann können die auch mit Erwachsenen, wie zum Beispiel mit mir oder mit einer meiner weiteren Schülern, auch erwachsene Damen und Herren, können sie dann miteinander trainieren, damit es auch mal so... Damit die merken, wie es ist, wenn mal ein größerer dazu schlägt, weißt du? Und deswegen haben wir, bauen wir momentan strukturell sehr arg um. Wir planen, wir haben schon ein paar Fotos geschossen, jetzt reden wir nochmal. Nächste Woche Samstag haben wir Trainertreffen mit den Trainern, wie wir das Ganze angehen werden. Und da schauen wir mal, was sich ergibt. Und ich werde auch alle Anfragen, auch jede Warteliste, Person, die auf der Warteliste ist, Entschuldigung, wenn man viel labert, kriegt man eine trockene Kehle. Und Wasser ist wichtig. Und werde ich auch jeden Elternteil anschreiben. Ich habe die auch alle chronologisch geordnet, mit Datum notiert, sodass ich auch keinen überspringen möchte und alles fair ablaufen soll. Und genau, deswegen auch bitte nicht böse sein. Es gibt natürlich Eltern, die warten seit August. Und ich möchte das Ganze auch jetzt von meinen Gruppen her nicht so vollpacken, dass ich zum Beispiel eine Gruppe habe mit 24 Kids, weißt du, und sechs kriegen nur was mit. Und das passt dann halt nicht, weißt, wissen Sie? Und deswegen muss alles professionell in Übersicht sein. Unsere Trainer müssen die Augen wie Falken überall haben, dass auch jeder mit vernünftig mit trainiert. Weil ich möchte, ich dulde zum Beispiel in meinem Training kein, wie soll ich sagen, Rumgelaber. Klar, ein bisschen labern tun, ja, keine Frage. Aber wenn das so viel wird, dass das Training aufhört, dann seht ihr, was passiert. Dann drehe ich schon durch. Das geht nicht mehr. Ne? Deswegen immer hopp! 45 Minuten durchziehen, Mois. Und deswegen, Disziplin. Genau. Was auch noch am Rande zu erwähnen ist, zum Beispiel Pax Homburg basiert ja nicht nur auf diese Kampfkunsttechnik oder wie auch immer. Wir wollen den Kindern auch Werte vermitteln. Wichtige Lebenswerte. Ja? Wie habe ich mich zu benehmen, wenn ich eine ältere Dame habe, die im Bus steht und ich sitze? Gebe ich mir selber einen Ohrfeige und stehe auf? Bitte setzen Sie sich. Auch bei Schwangeren oder bei Kranken, ich sag mal handygekappten Personen. So behinderte Menschen, seid vorsichtig mit dem, was ihr da sagt, seid höflich den Menschen gegenüber, schützt diese Person, ja, steh aufrecht und solche Sachen, guck in die Augen, wenn du mit Menschen redest. Solche Werte sind in der Regel viel wichtiger, als ich den Kindern, oder auch mitunter anderem sehr wichtig, als ich den Kindern sofort das Kämpfen beibringe, mit meiner Truppe zusammen. Und... Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Das ist so ein Mistteil. Auf jeden Fall, komme was wolle, ich wünsche jedem einfach nur viel Gesundheit, viel Spaß. Bleibt bitte gesund, bleibt euch selber treu, der Rest ist vollkommen egal. Ich freue mich auf morgen, auf mein Training und danke, dass ihr zugeguckt habt. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Wenn nicht, dann seid ihr durch Zufall hier. Danke für eure Zeit. Ich weiß nicht, wie lange das Video jetzt ist. Und ich führe euch noch mal kurz über mein Studio rum, dann mache ich auch schon Cut. Boah, hab ich viel gelabert wieder, ey. Ich werde das nicht schneiden, ja, ich habe keine Zeit dafür. 9 Minuten. Das ist mein Büro, ja, Leute, guck mal. Das ist mein Büro. Hm. Dieser Mann, ne? Und wer hier auf diesen Stühlen sitzt, würde, ja, und ich sitze hier, und dann gucken die hier hin, dann denken die, was zum Geier. Hat doch überhaupt nichts mit dem zu tun. Doch, es hat viel mit mir zu tun. Guck mal, da hatten die Pax Homburg mit X geschrieben, das habe ich verbessert. Auch Legendenstatus jetzt.
Genau, hier ist meine Pinnwand. Diese Uhr, guck mal, diese Uhr, ne? Ich war mal auf der Heidi-Schule in Bergkamen und die wurde 2000, ich glaube, 21 abgerissen. Und ich war da mal drinnen und diese Uhr war unsere Pausenuhr von damals. Die habe ich einfach dann mitgenommen. Bevor sie weggeschmissen wird, habe ich sie jetzt in meinem Büro aufgehangen. Das ist eine Uhr, die funktioniert mit Strom. Ich habe 10 nach 2 gemacht. Nee, 10 nach 10 gemacht. Entschuldigung, mein Gott, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Damit das so einen leichten Lächeln hat. Und dieses Lineal habe ich damals in der Schulzeit auch schon angefasst. Den habe ich auch mitgenommen. Ja, ja. Und so sieht da meine Halle aus. Ich habe hier auf jeden Fall so eine fette Box. Die ist unglaublich pervers. Wisst ihr warum? Da ist mega viel Bass drauf. Da kann ich mit USB alles abgehen. Wenn du das einmal auflegst, hörst die ganze Stadt was. Und da, wo ich bin, ist ein kleines Dörfchen. Und da hört die ganze Gemeinschaft schon mit. Hier, diese Spiegel, ne, habe ich gemacht, wenn ich im Büro sitze. Zack, zack, sofort da, Bölle. Wer ist das? Wer ist das gekommen in meine Tür? Ibo hat mir das gesagt. Ey, mach das rein. Und das ist richtig cool. Habe ich gemacht. Gute Idee. Genau, hier ist mein Holzbuchmann. Winnie macht die Federarme kürzen, tut der jetzt bald. Deswegen habe ich ihn nie mitgegeben, weil die Arme waren zu lang, diese Federarme. Bruce Lee habe ich selber gemalt. Habt ihr bestimmt schon im Video auf YouTube gesehen. Habe ich auch hochgeladen. Wir haben hier unsere Boxspiel, ne? Boom. Ja, wir haben unsere Punching Pads. Das Teil habe ich selber gemalt. Wir haben das Teil, guck mal, das ist geil, Alter. Du machst hier zum Beispiel so ein paar Schläge und dann guck mal hier. Weißt du, so dann wieder Boom, Ellenbogen. Ja, das ist ein geiles Ding. Wir haben letztens mit Vini das Teil hier dran gemacht. Guck mal, unsere Holzpuppe. Ey, guck mal, wir haben das überlegt, wir haben gemacht, sofort umgesetzt. Da. Ich sag, Vini, das Video könnt ihr euch auf YouTube ansehen. Habe ich hochgeladen. Wie wir das an dem Tag montiert haben. Diese Seile haben wir jetzt neuerdings am Sonntag fertig gemacht. 10 Kilo oder so, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall voll die fetten Dinger. Hier, guck mal. Das sind die Arme. Ich nehme mal welche mit. Oh, du verpiss dich, ja, fall nur nicht hin, Alter. Nee, sehr wohl da. L2, das ist linker Arm. Gut, ne? R2, rechter Arm. Ja, und dann packen wir diese Bolzen dazwischen, diese großen langen Schrauben. Und diese Scharniere sorgt dafür, dass die Schrauben nicht runterfallen. Ja, voll cool, ja. Jetzt haben wir hier, ich habe hier so Dings bestellt. So wie Henker oder wie die Dinger heißen. Da können wir Boxsäcke dran oder unser Boxsack, Boxsackmodul. Da, genau. Da können wir einen Boxsack dranhängen. Hier überlege ich mir noch was. Hier kommen noch so schwarze Matten hin. Und diese Matten sorgen dafür, dass wir dann zum Beispiel treten können, so im Kniebereich. So boom, weißt du? Das kommt auch noch dahin. Genau. Eigentlich wollte ich das Teil, die Seile hier dran machen, aber hier laufen Heizungsrohre, da wollte ich jetzt nicht rumbohren. Genau. Ja, so sieht's aus, ja, Leute. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn nicht, Pech gehabt, Moritz. Danke für eure Zeit. Guck mal hier. Ist auch ein geiler Ansatz. Wer hier reinkommt, soll sich wohlfühlen. Das ist für mich verdammt wichtig. Das ist mir viel, viel wichtiger, als wenn ich jetzt 60, 70, 80 Schüler habe, die sich einfach nur anmelden. Nein, Mois, wer sich hier anmeldet, muss das leben. Der muss das lieben, was ich hier mache. Ansonsten möchte ich keine Schüler haben. Ich möchte keine Schüler haben, die nicht das lieben, was ich hier mit Leidenschaft aufbaue. Hier. Boah, Kinnbereich haben. Mach das bloß nicht. Zunge ab, deswegen gefährlich. Guck mal. Der Unterarm ist wie ein Brecheisen. Merkt euch das. Das hat der Raphael für mich gemacht aus Schiefernstein. Raphael Hoffmann, danke schon, mein Freund. Könnt ihr gucken auf Instagram. Corona Hobby heißt der. Danke schon, mein Freund. Das ist von Mila, die Mütze. Die sagt zu mir, das soll hier bleiben. Ich möchte, dass das hier ist. Naja. In dem Sinne, danke für eure Zeit, ihr Lieben. Haltet die Ohren steif und auf jeden Fall bleibt gesund. Das ist ganz wichtig. Ciao. Ich mache das jetzt auch. Thumbnail. Thumbnail. Wie guckt ihr her?